Ja, neulich, da wollte ich dann noch schnell ein Brot kaufen, beziehungsweise irgendwie so ein Laugengebäck, irgendwas zum Knabbern. Und da hatte der Bäcker schon zu. Und da ich ja viel Outdoor-Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, habe ich gelernt, also aus dem, was da ist, irgendwas zu improvisieren. Und ja, dann bin ich mal in die Vorratskammer gegangen und habe mal geguckt, was ich da alles noch so habe. Da habe ich halt Haferflocken gefunden. Die sind sowieso sehr gesund, tolle Ballaststoffe, gut für die Bakterien im Darm, kein Gluten, also was, das ist kein Klebereiweiß drin, was die Darmzotten irgendwie verstopfen könnte. Ja, und dann dachte ich, da mache ich mir so ähnlich wie ein Pfannkuchen, mache ich mir das. 150 Milliliter Milch habe ich hier drin, ne? Ganz normale Milch. Und dann mache ich so 6 Esslöffel von diesen Haferflocken da rein. Es wäre natürlich noch besser, wenn man die einweichen würde, ne? Kann man auch machen. Habe ich so ein Rezept gesehen. Die lassen die eine Stunde einweichen. Dann wird das natürlich noch ein bisschen homogener. Natürlich nehme ich hier die zarten Flocken, nicht die ganz groben, sondern die zarten. Und das wird jetzt ein deftiger Pfannkuchen, wenn man so will. Deswegen mache ich hier ein bisschen Öl schon mal rein und mache mir da so Schinkenwürfel, ne? Ist also hauptsächlich für den Geschmack und das ist halt so ein bisschen deftiger wird. Für Vegetarier natürlich dann nicht geeignet. Hier kann ich dann schon mal Gewürze reinmachen. Also ein bisschen Salz, nicht zu viel, aber schon etwas. Ich nehme gern dieses grobe Salz aus der Mühle. Schmeckt ein bisschen interessanter. Wegen der Struktur habe ich gestern im Fernsehen gelernt. Wenn man sehr feines Salz hat, das schmeckt langweilig. Aber wenn man grobes Salz hat, aufgrund dieser unregelmäßigen Struktur, haben die erzählt, schmeckt das dann interessanter für die Zunge irgendwie. So, dann mache ich mir noch ein bisschen Knoblauch rein. Das kann man nach Belieben halt, ne? Dann noch ein bisschen italienische Kräuter. Das finde ich immer wichtig. Dadurch bekommt das eine sehr interessante Note. Rühren. Ja, und dann kommt gleich noch ein Ei rein. Aber erstmal nehme ich hier diese Schinkenwürfel. Das Feuer kann ich mal kurz ausmachen. Das Tolle beim Gas, ne? Man macht es einfach an oder aus, fertig. So, da kommen die Schinkenwürfel hier noch mit rein. Das macht dann auch noch den Geschmack. Oh, Entschuldigung. Rühren. Ja, das ist dann so eine Pampe. Ist aber noch nicht fertig, weil jetzt kommt ja noch das Ei. Kommt auch noch mit rein. Ein Ei. Das Fenster aufmachen zum Lüften. Ein Ei rein. Ja, und dann rühre ich dieses Ei einfach mit diesem langstieligen Löffel rühre ich das hier so unter. Könnte auch mit dem Quirl machen natürlich, nicht? Wenn es geht dann etwas, es wird dann etwas noch gleichmäßiger. So, und dann kommen noch 2 Esslöffel
Haferflocken rein. Flamme mache ich schon mal wieder an. Und Öl schon mal rein. Rapsöl kann ich sehr empfehlen. Olivenöl ist gut für Salate, aber zum Erhitzen ist Olivenöl gar nicht gut geeignet. So, jetzt rühre ich dann also hier noch die restlichen Haferflocken mit rein. Ich liebe das, wenn es schnell geht, ne? Wenn es nicht zu kompliziert ist, dann macht man es nämlich auch. Wenn es zu kompliziert ist, ich liebe eigentlich diese Pizza-Bällchen, die ich euch mal gezeigt hatte, aber das ist immer so ein, das ist ganz schön aufwendig, ne? Aber dies hier, das geht ja ruckzuck. Da muss ich gar nicht, also noch einfacher geht es gar nicht. So, und jetzt brauche ich noch so ein, nehme ich hier noch so einen Teigschaber, aber nur zum Verteilen. Und dann schmeiße ich jetzt hier in das heiße Öl, kommt das hier rein. Den Teigschaber, den brauche ich jetzt zum Verteilen. Das muss ich nämlich jetzt ganz schnell verteilen, weil es ist ziemlich dick. Also es ist nicht flüssig oder so. Schon ein bisschen flüssig, aber nicht dünnflüssig. Muss ich das so ein bisschen gleich, möglichst gleichmäßig verteilen. So. So, ich halte mal die Kamera drüber. So sieht das dann aus. Ich habe jetzt die Flamme ziemlich heiß. Ich mache sie mal runter auf die Hälfte. Ja, das Ei ist halt ganz wichtig, nicht? Ohne Ei funktioniert das nicht, habe ich auch probiert am Anfang. Und dann wurde das keine einheitliche Masse. Das war dann, es blieb immer flüssig irgendwie. Aber so wird es dann richtig gut. Ja, spannend ist dann das Wenden. Das kann man entweder mit dem Schwung, wenn man das... So, jetzt löst sich das nämlich auch schon ab. Ich kann es einfach so hin und her schwenken und dann, ne, ist gar nicht festgebappt, weil das schon so eine einheitliche Fläche gebildet hat. So, jetzt sind so 2-3 Minuten vergangen. Und jetzt ist er bereit zum Wenden. Also man kann es schon sehen, es ist schon so braun unten drunter, ne? Ja, ich mache es jetzt mal ohne Schwung, weil das ist ja eine ganz schöne Mutprobe. Ich mache es jetzt einfach mal mit dem... Ne, es geht doch besser mit dem Schwung, glaube ich. Es ist noch nicht so richtig durchgängig fest. Aber es macht eigentlich nichts. Jetzt werde ich es mal versuchen, mit dem Schwung umzudrehen. Es hängt natürlich sehr von der Pfanne ab. Diese ist jetzt nicht optimal, weil die ziemlich steil ist. Von der Wandung halt. Da muss ich ein bisschen mehr Schwung holen. So. Braucht ein bisschen Mut. Kann natürlich auch mal daneben gehen, ne? Ist mir auch schon passiert. Dann hängt dann das Ding irgendwie so halb über der Pfanne und aber das kann man meistens retten. So, dann so, das ist wichtig, das so verteilen, so ein bisschen schwenken, dann verteilt sich das Öl unter dem Pfannkuchen, nenne ich das Ding mal. Es ist aber, ein normaler Pfannkuchen ist gar nicht so gesund, wenn der aus Weizenmehl ist oder so. Ne? Weizenmehl ist auch gar nicht gut für die Leber. Die Leber ist ja das wichtigste Organ im Körper, weil es ist der Motor des Körpers, also da wird tatsächlich das Kraftwerk, also da wird die Energie erzeugt und die Leber, die funktioniert sehr bescheiden, also die meldet sich nicht, selbst wenn sie nicht mehr richtig funktioniert. Und aber so Hafer ist für die Leber viel besser, viel gesünder, ne?
Ja, was noch gut für die Leber? Grüner Tee zum Entgiften, Tomaten, Gemüse, alle möglichen Blattgemüse, auch so mit Bitterstoff, weil die Leber produziert ja auch Gallensaft, einen halben Liter am Tag. Und das unterstützt halt alles die Leber. Also Süßigkeiten sind schlecht für die Leber, Alkohol sehr schlecht, Tabak ist auch sehr schlecht für die Leber. Ja, man merkt es, wenn die Leber nicht mehr so richtig will, dann ist man ständig müde. Ja, weil man hat nicht so viel Energie dann. Das passiert mir, wenn ich zu viel Süßigkeiten esse, dann merke ich, dass ich nicht mehr so fit bin, nicht? Dann fühle ich mich irgendwie schlapp. Aber das kann man ziemlich schnell wieder in den Griff kriegen. Ja, auch Vitamin C, nicht? Orangen, Zitrusfrüchte sind auch sehr gut für die Leber. Sogar Kaffee ohne Zucker ist auch okay. Aber besonders grüner Tee ist. Ja, Knoblauch ist gut zum Entgiften auch, ne? Ja, und dann natürlich Olivenöl ist auch gut. Also die ganzen guten Öle, auch Rapsöl ist auch gut. Sonnenblumenöl ist nicht so gut. Das ist nicht so hochwertig. So, jetzt habe ich auch fertig erzählt und ich gucke hier mal, luge mal drunter. Ja, ist okay, ist schon fertig. Dann kommt das auf den Teller, Flamme kann aus. Dann ist es, ja, halt mal die Kamera drüber. So sieht es dann aus. Das kann man dann einfach so mit den Fingern einfach so abzupfen und essen halt, ne? Schmeckt halt schön deftig. Ja, weil nämlich ich liebe eigentlich diese Chips und diese Cracker und so. Und das ist aber reines Mastmittel. Also da wird man ganz schnell dick von und ist auch für die Leber ganz schlecht. Aber dieses hier ist okay. Es hat zwar auch Fett, aber es ist ja auch gutes Fett, nicht? Es ist also Rapsöl. Und ja, man kann, wenn man will, kann man auch sich noch, das mache ich manchmal auch, ne? Kann man noch Gemüse drauf machen, wie so ein Salat und Joghurt und so, ne? Oder die süße Variante geht genauso. Dann mache ich dann auch Haferflocken, Milch, genau das gleiche. Auch die gleichen Mengen, aber ich würze anders. Ich mache dann zum Beispiel Honig rein, ne? Honig rein und dann hinterher kommt dann so Apfelmus drauf. Und das ist dann ja, wie ein Pfannkuchen im Grunde genommen, ne? Nur halt gesünder, weil es halt mit Haferflocken ist. Ja, dann lasse ich es mir mal schmecken. Falls ihr Lust habt, das mal nachzuprobieren, wünsche ich euch viel Erfolg und bis bald.